Ja, meine Damen und Herren, Meckle Grand Prix Spezial. Ich denke, es ist die eine Sache, die Dressur zu unterstützen oder den Pferdesport an sich. Das andere ist, als Besitzer auch dabei zu sein. Und da ist immer Aufregung pur dabei. Einen besonderen, wenn man am Tisch der Familie Meckle sitzt, die jeden Schritt und jedes Atmen ihres Pferdes verfolgt, das heute wirklich in der Salzburger Arena geglänzt hat. Marina, man sieht auch, ihr seid Pferdemenschen durch und durch. Euch liegt das Wohlergehen der Pferde sehr am Herzen. Und die Tatsache, dass heute euer Meckles Weltall gewonnen hat, der ja doch als schwieriges Pferd gegolten hat. Wie fühlt man sich da? Also alles in allem fühlt man sich sehr gut. Für uns ist das Wichtigste, dass die Pferde sich wohlfühlen, dass die Pferde aus sich herausgehen. Und Weltall war schon eine Aufgabe, ihn dahin zu bringen, dass er so gelassen ist, wie er heute ist. Und das ist natürlich für uns ein Highlight. Wir freuen uns so drüber. Aber der Verdienst liegt ja nicht jetzt nur bei meinem Mann, weil wir sponsern, sondern der Verdienst liegt ja hauptsächlich bei uns im Stall. Bei Dodo Lauchs, die ja ein Händchen hat für Pferde. Und wir unterstützen das und das ist einfach unser A und O. Und was wir uns wünschen würden, dass die Fairness dem Pferd gegenüber viel weiter hinausträgt als nur bei uns im Stall. Ich darf sagen, bei uns ist es durchgängig und das würden wir uns halt einfach wünschen, dass alle Pferde fair durch den Sport getragen werden und nicht als Sportgerät betrachtet werden. Es ist ja bewundernswert, wie Meckles Weltall sich heute bewegt hat, 17-jährig. Letztes Jahr haben sie, glaube ich, Meckles Wells verabschiedet oder war das heuer im Frühling, bin ich mir nicht ganz sicher. Wie lange dürfen wir den Meckles Weltall noch bewundern? Das müssen wir in Gottes Hand lassen. Im Moment ist er topfit und wir freuen uns für die Jahre, wo er noch gehen kann. Letztes Jahr haben wir den Werthers Willi verabschiedet. Das war schon ein tränenreicher Abschied, weil das war auch ein sehr schwieriges Pferd. Den haben wir auch bekommen. Der hat sehr viel mitgemacht in seinem Leben. Und der ist zu Hause, der ist eigentlich wie so ein kleines Knuddelbärchen geworden. Und wir haben ihm auch versprochen, dass er bei uns bleiben darf und er wird auch bei uns bleiben. Und wir sind froh, wenn er noch viele, viele Jahre gesund bei uns auf der Weide rumläuft. Ja, wir freuen uns auch und wir hoffen sehr, dass wir vielleicht nächstes Jahr das Triple erleben dürfen. Morgen geht's weiter mit der Musikkür. Herzlich willkommen in der Salzburger Arena und im Messezentrum Salzburg.